Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Forsaken, ein Klassiker, der mittlerweile völlig für umme, für lau und ganz umsonst aus dem Internet gezogen werden kann und auch dank Portierung unter Linux spielbar ist. Und das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich 2-3 Minuten Zeit nimmt, das Ganze vernünftig zu konfigurieren. Denn die Vorabkonfiguration ist, nennen wir es mal, irgendwo zwischen gewöhnungsbedürftig und völlig blamabel, je nachdem, aus welcher Schule man halt entspringt. Für mich persönlich war es nichts, deswegen kauen wir ein bisschen graue Theorie durch, bevor wir ans actionlastige Gameplay gehen. So viel zur Theorie. Erstmal suchen wir uns einen Biker, beziehungsweise wir machen uns einen Biker. So einen richtig harten Kerl. Erstmal selecten wir uns ein Bike. Also, bevor wir jetzt... Hallo. Bevor wir damit anfangen, Forsaken ist ein Spiel, in dem ihr quasi so Science-Fiction-mäßig, weltraumtechnisch so ein Fuffi-Tuffi seid und ihr seid irgendwie unterwegs zu tollen, super abandoned, krassen, exotischen Planeten oder was auch immer. Also ihr seid quasi Schatzsucher, der sich dann aber gegen andere Schatzsucher und die Sicherheitssysteme und alle möglichen Gedönse behaupten muss. Also sprich kämpfen muss und ja, genau, ein 6D-Ballerspiel. Jupp, das ist die offizielle Bezeichnung, zumindest so, wie es unser Playdab angezeigt wird. Ein 6D-Ballerspiel. Also alle möglichen, ihr seht das, was ich meine. Wir gucken jetzt erstmal. Also, wen nehmen wir denn hier? Also, wir suchen jetzt quasi unser Bike, unseren Rider. Choose Player. Ja, jetzt hätte ich irgendwie New Player. New Name. Ach, nee, Gott, das muss man erstmal löschen. Das muss man erstmal wissen. Also, so, da kriegt direkt ein anderes Ding zugewiesen da unten. Rename brauchen wir nicht. Choosen brauchen wir auch nicht. Sollte da jetzt nicht mein neuer Player-Name erscheinen? Oder hätte ich den erst speichern sollen? Was ist hier los? Egal. Changen wir erstmal das Bike. Dann kann man sich hier so gucken, so. Wer von denen einen am besten gefällt? Beard mit richtiger, hier, sag mal, mit Beschreibungen allem drum und dran. Also kann man sich aussuchen, welcher von denen einem so am meisten zusagt. Meiner, den ich relativ cool fand, der war relativ weit hinten. Genau, hier, der Slick. Auch von den Stats her fand ich das gar nicht mal so schlecht. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal einen Slick. Und, den Computer. Es gibt eine Stimme, die mit euch labert und euch alles Mögliche erzählt, was gerade gut oder schlecht läuft bei eurem Abenteuer. Ich hatte bisher immer Phil 3B, eben hatte ich mal Brenda, die war doof. Nehmen wir mal Laney 1 und gucken, was passiert. Exit. So, jetzt nur um sicher zu gehen. Eventuell mache ich das gerade wieder rückgängig, aber ich fand das eben so kontrovers, beziehungsweise komisch. Choose Player. Da ist nichts. Das ist nur mein Player. Den will ich aber nicht. Gut. Unabhängig davon. Was ihr euch unbedingt anschauen solltet, bevor ihr anfangt zu spielen, sind die Controls. Und oh mein Gott, ist das wichtig. Ohne Spaß. Denn das ist auf der einen Seite, wie erwähnt, relativ wichtig und auf der anderen Seite auch nicht ganz unkompliziert, das Ganze jetzt einzustellen. Aber das eine nach dem anderen. Also, erstmal, ihr wollt wahrscheinlich mit Maus und Tastatur spielen. Es geht auch mit Joystick, das ist getestet. Wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und, weiß ich nicht, vielleicht von der Konsole kommt oder so, geht das relativ schnell, relativ gut von der Hand. Ist aber am Anfang erstmal umständlich, so viel das als Warnung, vorab gesagt. Auf jeden Fall, wenn ihr mal gucken wollt, hier Maus. Ich würde euch empfehlen, die X-Achse zu invertieren. So für das Flugdingsbums-Gefühl. Oder habe ich das ausgeschaltet? Ich weiß nicht mehr. Ich lasse jetzt mal so, wie es war. Und die Sensitivität. Also ich persönlich hatte eben 3 und ich fand es immer noch ziemlich krass, wenn man die Maus mal eben zerreißt. Wir lassen es mal bei 3. Zur Not, ich kann das, glaube ich, im Spiel auch umstellen. Joystick lassen wir jetzt mal außen vor. Keys and Buttons. Da denkt man sich so, okay, da werde ich alles finden, was ich irgendwie irgendwo brauche. Fehler. Aber dazu kommen wir gleich. Configure Keys, denn hier wird nur das Movement eingestellt. Ach du lieber Gott, jetzt hat er mir meine Steuerungseinstellungen von eben zerrissen. Das heißt, das machen wir gerade nochmal, würde ich sagen. Hier alles fort. Ist ja nicht viel, wie ihr seht. Das lässt sich schnell überlegen. Also, Rotate, Left, Right, Up, Down. Werdet ihr tendenziell gar nicht brauchen, weil ihr benutzt ja, wie gesagt, vermutlich die Maus. Was wichtig ist, finde ich persönlich, ist Slide, Left, Slide, Right. Der typische, ihr wisst schon, hier, AWSD,
Ego-Shooter-Wahnsinn halt. Slide up, slide down, ja, kann man mal legen auf R und F. Kommt immer drauf an. Roll left, roll right. Können wir machen auf Q und E. Slide mode, roll mode, lasse ich zum undefiniert, habe ich bisher nicht gebraucht. Forward ist natürlich dann W. Und rechts, sprich rückwärts, ist dann das S. Nitro habe ich auch noch nicht gebraucht. Machen wir mal auf Caps Lock. Tab meine ich natürlich. Natürlich meine ich Tab. Cruise faster, cruise slower, bla und I. Einfach, weil mir nichts Besseres einfällt. Gut. So, jetzt fragt euch bestimmt, Moment mal, der hat doch was von Ego-Shooter erzählt. Da muss man doch auch irgendwie kämpfen. Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt. Das ist das, was ich meine. Ihr geht hier zurück und geht da unten auf Weapons und jetzt könnt ihr die Tastenkombination für eure Waffen einstellen. Dumm, exakt, aber so ist das Spiel nun mal programmiert. Und also schauen wir auch hier nochmal, dass hier alles in Ordnung ist. Left Mouse, Undef Button 0. Was ist denn hier los? Ganz auch komisch belegt. Page up, page down. Ist da noch die Maus? Nein. Jetzt machen wir nochmal dabei. Next Weapon, Maus hoch. Previous Weapon, Maus runter. Drop Weapon ist nicht definiert. Send Message is returned. Macht soweit Sinn. Secondary Weapon, Right Mouse Button passt auch. Drop Mine. B. Blb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 l
mich würde es nicht wundern, wie gesagt, ich finde es jetzt schon teilweise ein bisschen grenzwertig. Aber jetzt geht's eigentlich. Wie gesagt, das tritt eigentlich nur ein, wenn man hier den hier macht die ganze Zeit. Okay. Da oben ist noch was. Das nehmen wir mit. Also, Sus. Okay. Können ja gleich nochmal ein bisschen die Sprecherin durchchecken. So. Die finde ich jetzt nicht so sexy. Deswegen würde ich sagen, bei Computer gucken wir nochmal, was der Leprechaun kann. Na, gucken wir mal, wie er sich so schlägt. Es gibt nichts Schöneres als abschießbare Projektile. So, da unten war was. Nehmen wir mit. Ammo, immer gut. Hallo. Guten Tag. Der ist gefährlich. Den habe ich noch im Hinterkopf von eben. Da hinten ist nämlich sein Homie. Die haben irgendwie so ein Elektro-Gedöns. Das geht einem ganz schön an die Substanz. Ah, wo bist du? Tot? Ja, und noch einigermaßen energiereich sind wir auch noch. Schön. So, und jetzt kommt gleich eine Einblendung, die irgendein Geheimnis revealed. Irgendwo hier. Jetzt geht da hinten das Ding hinter mir hoch. Das habe ich bisher nicht gefunden. Oder auch nicht. Kommt doch. Oh, vielleicht kommt auch keine Einblendung. Doch da jetzt. Ist irgendwo was zugegangen und ach, ich habe das. Ich erkenne das nicht, wo das sein soll. Vielleicht wisst ihr das ja. Ich habe das Spiel früher nur als Demo auf der PlayStation 1 gespielt. Das Ding ist also wirklich, wirklich relativ alt. Aber es ist ein Klassiker. Und wer bin ich, einem Klassiker den Rang abzulaufen, auch heute noch spielbar und lustig zu sein? Das ist irgendwie so nicht so mein Repertoire. Irgendwas ist auch. So, hier fällt gleich alles runter. Ihr seht so in der Mitte diese Dinger, die da so rumfliegen. Also ich krieg immer noch so ein extra Shooty-Moody um meinen eigentlichen Angriff herum. Dreifach mittlerweile. Ist aber alles begrenzt. Und ihr seht ja an dem rechten Rand die Einblendung. Sasgang hatte ich jetzt noch 800 Schuss. Pulsar 2200. Die gehen schneller weg, als man denkt. Gerade auf höheren Stufen. Und diese Zeit, die unten abläuft, ne? Das ist übrigens die Zeit, die ich habe, bevor der ganze Komplex, wenn ich das richtig verstanden habe, in die Selbstzerstörung übergeht. Und was mit mir passiert, das kann man sich dann an dem Bilderbuch mäßig ausmalen. Sprich, das hat dann kein gutes Ende mit mir. Dann ist der Level, glaube ich, auch final gescheitert. Ansonsten könnte ich eigentlich jetzt ohne weiteres einfach mal so den Löffel abgeben. Man sieht oben links stehen meine noch verbleibenden Leben. Also quasi, ja, meine Versuche für diesen Abschnitt. Das Blöde ist nur, immer dann, wenn man stirbt, verliert man auch alle Extras, die man so bei sich hat. Und das ist ganz im Ernst ziemlich, ziemlich bescheiden, gerade dann, wenn man an einer größeren Gegnerhorde irgendwie gescheitert ist. Die Extras liegen dann zwar noch irgendwo rum, also da, wo man gestorben ist, aber komm da erstmal hin, wenn da fünf Leute stehen und auf einen warten. Grenzwertig, möchte man es nennen. So, wo seid ihr alle? Ich höre euch rumlaufen oder fliegen. Oh, incoming. Die kleinen Mistviecher mit ihren blöden zielsuchenden Raketen. Aua. Machst mir hier die Tür auf, das ist ja nett. Die ganzen krassen Sachen hier mal mitnehmen. Schild, Hammer. Hier muss irgendwo auch noch irgendwas versteckt sein, aber das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt, wo das ist. Hier komme ich her, ne? Ja, nee, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Dann gehen wir jetzt aber dann hin und sehen zu, dass wir den Level auch mal irgendwie auf einen angenehmen Abschluss kriegen. Hier vielleicht irgendwo eine geheime Tür. Gold. Wir brauchen mehr Gold. You now have 4 Gold Bars? Warum denn erst 4? Ich hatte doch letztes Mal hier 7 oder so. Muss ich auch irgendwas falsch gemacht haben. An irgendeiner Stelle zu schnell oder an irgendeiner Stelle zu langsam. Keine Ahnung. Spiel das doch auch erst zum, weiß ich nicht, zweiten Mal, dritten Mal. Ich glaube, den Level spiele ich jetzt zum dritten Mal. Ha, schon ist Asche. Unten links, selbsterklärend, Shield und Hüllenintegrität. Hülle lässt sich, glaube ich, korrigiert mich, falls ich da falsch liege, nicht aufladen. Shield naturgemäß natürlich schon. Oben rechts der Rückspiegel. Ab und an sinnvoll, die meiste Zeit eher irritierend.
Hoppla. So. Ah, B, C, D, E, F, G. Warum Forsaken? Wie kam ich an Forsaken? Wurde es mir in der Playdeb angeboten. Quasi, es hat mich angelächelt und ich dachte mir, komm, du installierst es mal. Wenn er danach schreit, er bräuchte irgendwelche Originalfiles, kannst du ja immer noch in deinem Kellergestüb da nach irgendwelchen CDs suchen. Also ich habe das auch noch irgendwo rumliegen für den PC. Aber die hat er eben nicht eingefordert. Soll heißen, zumindest über Playdeb, wahrscheinlich auch irgendwie andersartig im Internet, kann man sich einfach alles, was man benötigt, herunterladen und dieses Spiel einfach spielen. Ohne nochmal irgendwie, wie gesagt, den Datenträger selbst zu besitzen oder, weiß ich nicht, nochmal irgendwo 2-3 Euro für so einen Klassiker zu zahlen. Nein, nein, nein. Man kann einfach ganz frech, so sieht es zumindest aus, das Ding installieren und losdaddeln. Und das war der eine Grund. Und der andere Grund war, da ist ja irgendwas in der Mache. Irgendjemand plant doch schon wieder irgendwo, irgendwie über Kickstarter oder so, das nächste Forsaken. Also so ein an Forsaken angelehntes... das ist der Endpart. Wie viel Shield? Ah, das passt. Ein an Forsaken angelehntes Spielchen. Quasi auf Unity, glaube ich, auch mal wieder. Was so aussieht wie das hier. Und nur halt auf neu und geil. Aber auch mit ähnlichen Steuerungseinlagen. So, und hier rollt es mich jetzt automatisch so ein bisschen... Also dreht mich auch, ohne mein Zutun. Wir versuchen mal nicht in die Minen zu fliegen. Das ist mir nicht gelungen. Und ich habe keine Munition mehr. Shields low. Ich merk's. Ich sollte vielleicht aufhören auf die... Oh, ich hab's geschafft. Ich wollte sagen, ich sollte vielleicht aufhören auf die Minen zu fliegen, wenn ich im nächsten Moment reindonner. So, Crystals found. Kein. Null Crystals found. Also ich habe jetzt irgendwie keinen Punkt gesehen, wo der hätte sein können. Was haben wir noch so geschafft? 7 Goldbarren gefunden. Letztes Mal hatte ich 9. Ich weiß nicht, woher und wieso. 48 von 48 Enemies gekillt. 2 Secrets habe ich nicht gefunden. Auch blöd. Und das Ganze hat gedauert 9 Minuten und 16 Sekunden. Krass, ne? Jetzt schickt er mich sofort in den Abandoned Subway. Da sagen wir aber jetzt erstmal... das heißt, wir können nochmal gucken hier. Da kommt gleich einer langgefahren, glaube ich. Irgendwo. Den können wir nochmal das Licht auspusten, aber dann mache ich zu. Gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü. Da ist er. So. Komm, der letzte Tote des Tages. Der Tagestote. Sehr gut. Und raus hier. Safe Game. Können wir ja mal ausnahmsweise machen. Habe ich bisher noch nicht getutet. Unused Slot. Hat es jetzt gespeichert? Moment. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich kann nichts eingeben und da steht weiterhin Unused Slot. Oder kann ich nicht speichern? Das ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Bin mir nicht so sicher, dass alles zu 100% funktioniert. Laden kann ich auch nicht. Ja, das mag bei euch besser laufen. Bei mir tut es das gerade nicht. Wie dem auch sei. Zurück ins Hauptmenü, denn das gibt's. Es gibt noch etwas anderes zu zeigen. Mauscursor geht zur Seite, du stehst im Weg. Denn das ist die Option Deathmatch. Jetzt denkt man sich erstmal, hör toll, Computergespiele. Oder hier irgendwie gegen computergesteuerte Gegner. Nein, wo denkt ihr hin? Deathmatch ist die Möglichkeit, wahrhaftig ein Online-Spiel zu kicken, also anzustoßen. Entweder an einem teilzunehmen oder eines zu erstellen. Ich guck gerade mal, ob es nicht irgendwie, ob das so ausgefeilt ist, dass ich jetzt wirklich hier sagen kann, join. Wenn er jetzt eine IP will, kann ich natürlich nichts tun, weil ich habe keine Public Game List. Select the game below. Games found zero. Schade. Ich dachte, aber dieses Spiel unterstützt scheinbar Mehrspielermodus. Das heißt, solltet ihr da Interesse dran haben, euch gegenseitig mit futuristischem Bullshit das Allerwerteste aus dem Kopf zu knallen, dann tut es bitte, denn wie gesagt, dieses Spielchen lässt sich scheinbar auch mit mehreren Leuten daddeln. Nur eben nicht in dem Missionsmodus, den ihr eben gesehen habt, sondern eben auf vorgefertigten Karten. Man kennt das ja. Ansonsten gibt es noch etwas, was ich dazu sagen könnte. Überleg, überleg, denk, denk. Nein. Wenn ihr noch was zu dem Spiel lesen wollt, dann schaut doch einfach mal auf holase-linuxgaming.de vorbei. Ich für meinen Teil bin jetzt hier erstmal fertig. Freue mich, dass ihr mir zugesehen habt und eingeschaltet habt und was auch immer getan habt. Und denkt dran, dieses tolle Spielchen und all das, was ihr die letzten 20 Minuten gesehen habt, für Umme, für Lau, scheinbar Open Source? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch vorher nicht damit auseinandergesetzt. Wichtig ist ja für den Endverbraucher eigentlich nur, dass es nichts kostet, oder? Sind wir uns da einig? Gut. Also, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Haut da rein. Und tschüss.